Eine Maus und ein Spatz saßen unter einem Weinstock und unterhielten sich. Da zirpte der Spatz. Versteck dich, der Fuchs kommt. Der Fuchs kam und sah die schönen Trauben. Er stützte sich am Baum und wollte ein paar Trauben erwischen. Aber sie hingen zu hoch. Er versuchte sein Glück nochmal, aber fiel auf den Rücken. Die Maus kam aus ihrem Versteck und piepste. Gib dir keine Mühe, du kriegst sie eh nie. Die Trauben sind mir eh nicht reif genug. Mit hoch erhobenem Haupt ging er in den Wald zurück.